Ernsthaft wollen wir wieder werden und wollen in die Diskussion einsteigen, um nachdem das alle nicht gesehen haben, möglicherweise wollen wir diese konträren Punkte, Mehmet Scholl und Mario Gomez, noch einmal zeigen, damit Sie auch auf dem Laufenden sind. Beide klassischen Aussagen, die wichtigsten davon, wollen wir Ihnen noch mal zeigen. Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wundgelegen hat, dass man ihn wenden muss, weil es war zwischenzeitlich wirklich extrem. Ja, wenn man geschaut hat, dass die Mittelfeldspieler, die Abwehrspieler, sie wollten nach vorne spielen, sie wollten in die Spitze spielen, aber da war keiner. Mhm. Und das ist immer die Frage, wie lange hält eine Mannschaft sowas aus? Mhm. Es geht ja nur so lange, bis Gomez 3, 4, 5 Mal nicht trifft. Mhm. Dann geht auch die Diskussion los. Mhm. Und das könnte er ganz einfach vermeiden, indem er einfach mehr tut fürs Spiel. Das hat natürlich Mario Gomez nicht ruhen lassen und der DFB hat ihm die Möglichkeit gegeben, auf einer Pressekonferenz zu antworten. Und da hat er vorausgeschickt, dass es diese Diskussion auf dem Oktoberfest ja schon mal gegeben hat und was dabei rausgekommen ist. Mehmet und ich, das ist auch so eine Sache. Er hat mich mal auf dem Oktoberfest hat er mich auch schon mal darauf angesprochen, dass er wüsste, was ich über ihn denke. Und dann habe ich gesagt, was denkst du denn, was ich über dich denke? Und er hat gesagt, ja, ich weiß schon, seit ich Experte bin, denkst du, dass ich ein Punkt, Punkt, Punkt bin? Dann habe ich gesagt, nee, überhaupt nicht, wie kommst du darauf? Dann sagt er, ja, weil ich sehe so unglaublich viel Potenzial bei dir und ich möchte damit nicht, dass du damit dich kritisieren, sondern ich möchte damit bezwecken, dass du das Letzte aus dir rausholst und so sehe ich das jetzt auch. Kannst du dir vorstellen, ja, kannst du dir vorstellen, Bettina, dass ein Mensch, der fast, jetzt sage ich nicht ins Beleidigende geht, aber schon wirklich hart an die Gürtellinie geht, bezwecken will, dass der andere dann alles aus sich rausholt? Oder ist das einfach nur eine flapsige Bemerkung? Was glaubst du? Also ich kenne die beiden nicht persönlich. Wie du weißt, bin ich auch... Ich bin Expertin, aber nicht so, so eine Expertin. Das macht ja nichts. Nein, also aber ich, Gefühl dafür kann man nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er, habe ich auch heute in der Zeitung gelesen, dass der Scholl ganz bewusst ihn sehr provoziert und dass vielleicht auch noch andere dahinter stecken, die ihn vielleicht auch so ein bisschen vorschieben, das öffentlich zu sagen, damit der Gomez so angepiekst wird. Weil er ist schon sehr von sich überzeugt, ne, Gomez, und davon, dass er alles richtig macht. Aber andererseits muss ich jetzt mal fragen, einer, der in der Champions League nach Messi die meisten Tore schießt, der kann doch so schlecht nicht sein als Fußballer, oder? Ist völlig richtig. Also, jetzt frage ich mal ganz naiv. Ne? Also, nee. Und eine Sache muss ich auch noch mal fragen. Wieso kann man eigentlich nicht zwei so Stürmer gleichzeitig einsetzen? Ist das ausgeschlossen? Nee, das ist nicht ausgeschlossen. Das gibt es. Es waren ja Diskussionen, Gerd Müller oder und Uwe Seeler. Da kann Freddy als Fußballer sicher was dazu sagen. Wäre das denkbar, die beiden? Schwierig. Wahrscheinlich nur in einer Notsituation, wenn man mal hinterliegt. Das System ist so drauf zugeschnitten, dass man mit einer Sturmspitze spielt, weil man dieses offensive Mittelfeld hat mit den drei offensiven Leuten dahinter. Und dementsprechend passen sie beide auch nicht unbedingt nebeneinander. Ja, da passt vielleicht einer, der ein bisschen mehr drumherum spielt. Das, was Jogi Löw auch gesagt hat, dass ein Marco Reus zum Beispiel diese Position begleiten könnte, was vorher zum Beispiel Kakao begleitet hat über die Jahre, diese zweite Sturmspitze drumherum zu spielen. Die beide passen nicht unbedingt miteinander, aber nochmal zu der Sache. Ich meine, die Kritik muss jetzt auch der Scholli aushalten, ja, die auf ihn einprasselt, weil die kommt natürlich nicht gut an. Er ist einfach übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Und ich mag ihn eigentlich als Experte, der macht richtig gute Sprüche, analysiert sehr gut, macht es eigentlich sehr ordentlich, aber das war zu viel. Und dementsprechend ist er auch noch Angestellter bei Bayern München, dürfen wir auch nicht vergessen. Christian Erlinger hat es, also mein Kollege bei Bayern München, hat es ja auch nicht unbedingt gefallen und der hat sich dementsprechend auch dazu geäußert, dass er es nicht okay fand. Ich finde aber, wenn ich mal sagen darf, also wieder, ich finde es erstmal gut, dass Mario Gomez das Tor gemacht hat. Ich finde auch, dass man den wirklich schwer machen kann, wenn er in Rücklage und den dann irgendwie auf den zweiten Pfosten köpft. Auf der anderen Seite ist es schon auch das, glaube ich, was manchmal die Leute zu Hause denken. Also ich war beim Champions-League-Finale auch dabei und da habe ich auch so auf der Tribüne gedacht, Mensch, warum rennt er denn da vorne nicht ein bisschen mehr? Also ich glaube schon, dass er manchen Zuschauern so ein bisschen aus der Seele gesprochen hat. Ich denke mir, der Bundestrainer findet die Diskussion einerseits wahrscheinlich etwas zu viel, aber er freut sich vielleicht auch ein bisschen, weil jetzt braucht er keinen mehr motivieren. Also wenn der Klose reinkommt, gibt der Vollgas und Mario Gomez, glaube ich, gibt auch Vollgas. Ich schätze mal, der wird schon 3, 4 Meter mehr laufen, wenn er gegen Holland spielt. Ich kann es aber zumindest ein bisschen nachvollziehen, ob es jetzt eben Mehmet Scholl als Angestellter von Bayern München in der Form machen sollte. Das ist jetzt eine andere Frage. Aber ich als Zuschauer, als normaler Fan,
hab da gesessen, hab gedacht, naja, so ganz Unrecht hat er nicht. Also das war so mein Eindruck. Ja. Merkt man, hier ist ja auch geteilte Stimmung.